Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar, wie ihr seht, bin ich mal wieder in dem Mythic Plus Key, hier random einen 15er. Ja, und zwar schaue ich mal, ob wir hier quasi den In-Time hinkriegen. Ich brauche ja noch ein paar für das Achievement, das ich machen will. Und wir können auf jeden Fall gespannt sein, ob die Truppe was taugt. Ich habe mir die jetzt angeguckt, so vom Score her sind die jetzt tatsächlich nie so krass. Okay, da haben wir uns jetzt erstmal ein bisschen wegbreffen lassen. Alter, die ganzen Stacks sind natürlich übel. Desorientieren wir die mal. Das waren jetzt halt 5 Stacks, also. Da ist der erste schon weggeplatzt und ich musste meine Wall ziehen. Ach, boy, hast du dich jetzt vom Dings weghauen lassen? Ach, komm. Komm. Ja, schon zwei Tote nach der ersten Gruppe. Richtig nice. Wir können mit dem halt einiges skippen, mit dem Blob. Die ätzenden Gruppen kannst du halt skippen. Mir scheint aber die Heilung eher bescheiden zu sein, wenn ich das jetzt mal. Alter. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das halt ausgeht, ne? Wenn wir das alles auslassen. Ich hoffe es mal. Also oben wäre halt noch eine relativ leichte Gruppe gewesen. Eigentlich hätten wir die nur machen können. Aber egal. Hier die ist halt ätzend da auf der Plattform. Aber ganz ehrlich, wenn ich die Heilung jetzt hier bei dem einzelnen Mob schon sehe, ist halt eher kacke. Was macht der Heiler? Der muss auf das Portal klicken. Also ganz ehrlich, jetzt so nach den ersten paar Sekunden, wo wir hier in der Dings drin sind. Ich hätte auch potten können, ne? Boah, der Heiler sagt mir nicht so zu, aber vielleicht ist das jetzt, ne? Doch erster Eindruck. Da würde ich jetzt rausgehen, wenn ich der Mage wäre. Lass dich nicht wegscheppern. Ja, vom Schaden her, hier, ne? Kann man jetzt nichts sagen. Also den Single-Target-Schaden waren sie ordentlich was. Also, ne? Not bad. Jetzt hat ziemlich viel ausgelassen. Ich weiß jetzt halt nicht, ob das so eine. Naja, die sollten wir nicht machen, die sind ätzend. Also, ne, die sind prinzipiell nicht ätzend, aber. Jetzt hast du halt zwei solche Viecher, die verfolgen. Wie solltest du priorisieren? Oder nee, das sind gar nicht die Verfolgerviecher, oder? Doch. Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen. Doch, das waren schon die verfolgen, ne? Ja, richtig. Weil das kann halt ganz schön ätzend sein. Also, vor allem, es ist halt Trash-Buff, ne, diese Woche. Und, ja. Da musst du ein bisschen gucken. Also diese kleinen Maden will ich halt ungern machen, weil der Heiler das anscheinend nicht so ganz wegheilen kann mit 5 Stacks. Habt ihr ja eben oben gesehen, da ist der eine weggerippt. Dann, gut, der nächste ist, glaube ich, in der Void gestanden, ne? Da kann der Heiler jetzt relativ wenig machen, tatsächlich. Eigentlich könnte ich hier größere Pulls machen. Aber. Ich weiß nicht, wenn der Heiler halt schon struggelt, ne, ist halt schwierig. Na komm, also hier. Zwei Mobs brauchen wir eigentlich auch nicht machen. Also normalerweise läufst du da hinten rum, ne? Also normalerweise machst du das hier nicht, dass du hier außen rum läufst, aber wir haben jetzt hinten relativ viele Mobs ausgelassen und sonst geht es wahrscheinlich nicht aus, wenn ich jetzt nicht extrem viele mehr mache.
Deswegen denke ich mir, ich gehe jetzt hier rum. Ich habe jetzt leider auch nicht in dem Dungeon-Tool die Route ausgerechnet, weil der eine dann einfach gestartet hat. Und dann war es halt jetzt nicht mehr möglich zu sagen, okay. Muss, glaube ich, pull mehr dazu. Also, mir wurde halt immer nur, meistens haben die Leute rumgeheult, wenn ich zweimal so ein Blut-Dude mir geholt habe, ne? Weil wenn einer von zwei gleichzeitig verfolgt wird, dann ist es halt teilweise echt ätzend für den. Okay, da haben wir nochmal so eine Made. Hütet euch. Ich desorientiere die mal. Naja, gut, komm. Muss schon gehen hier. Mir hauen die jetzt tatsächlich nicht. Jetzt kommt der Breath, da würde ich jetzt mal rausgehen, wenn ich die wäre. Ja, der Worry kriegt schon auf den Sack und der Heiler. Hütet euch. Aber Mana hat er ja noch, ne? Also, ist immer noch so ein Blutschmauser hier. Alter, der DH, der nimmt aber auch jede Volcanic-Ding hier mit, ne? Okay, der Blutschmauser ist down. Sie, na, obwohl, der ist noch nicht down, aber fast. Dann ziehen wir mal die Explo rein hier. Bin überlegen, ob ich diese drei Blubs da hinten noch pullen soll. Mal die auch noch ranziehen. Ich will bloß nicht diese kleinen pullen, ne? Weil das geht dann sicher in die Hose. Die interrupten wir mal. Hauen wir mal meinen Dings hier drauf. Okay, die Explo hat schon reingescheppert. Schauen wir mal vom Mana. Joa, sieht. Komm, jetzt geh doch da raus, Bro. Ich das da hinten schon wieder sehe. Kreuzhodenkuschler vom Herrn. Ja, weißt du, normalerweise ich. Also jetzt so vom Aushalten von mir, ich könnte da wahrscheinlich nur etliches mehr zusammenpullen. Das wird easy gehen. Wahrscheinlich sage ich das jetzt und im nächsten Ding rippe ich. Pick schreibt der eine. Hütet euch. Desorientieren wir die mal. Ich will mal noch so einen Schmauser dazu, aber nur einen. Die heißen gar nicht Blutschmauser, aber das Mount heißt, glaube ich, so. Oder irgendeins von den Viechern ist, glaube ich, so. Das Pet, ich bin gerade echt am Überlegen. Der Worry kriegt auf den Sack. Müssen nämlich die Toten wieder rausholen hier. Na gut, der eine ist so gut wie. Oh fuck. Jetzt da fast. Naja, gut, komm, fünf Mobs müsste eigentlich gehen. Dann haben wir halt den einen noch. Explore habe ich auch gleich wieder. Komm, explodieren wir mal rein. Desorientieren wir mal rein. Ich habe noch einen Knockback, falls es notwendig sein sollte. Jetzt ist da natürlich alles zugevoidet. Hütet euch. Der Breath, da würde ich jetzt rausgehen, wenn ich der DH wäre. Wobei, ich habe dem Heiler vielleicht Unrecht getan. Das sah am Anfang ein bisschen ätzend aus, aber im Moment ist es eigentlich einigermaßen okay. Ja, ich kick die da mal weg von dem DH. Ich nehme mich da gerade ein bisschen viel auf die Fresse tatsächlich. Fuck, den Einzelnen hätten wir eigentlich noch da in die Gruppe reinpullen können. So, schauen wir mal, was den Boss hier betrifft. Lass ich den Heiler vielleicht mal kurz Mana recken.
Problem. Es sind schon mal alle zumindest rausgelaufen. Das ist schon mal gut. Weil, wenn du. Ne, ich habe das letztens mit Bossbar 4 gespielt. Ich sage euch. Ne? Boss gepult. Erster Charge kommt. Zwei lassen sich erwischen. Instant tot. Ne, mit Bossbuff. Ich glaube, ein 16er oder so war das. Instant tot. Also, da war wirklich. Wenn dich da treff. Also, wenn dich da treffen lässt. Also, als DD. Instant weggerippt, die Leute. Da ging überhaupt nicht. Nix. Ich spiele jetzt hier einfach ein bisschen defensiv. Und dann passt das. Ich hätte früher den Draw ziehen sollen. Da werden wir jetzt einen Haufen Viecher kriegen. Okay. Na komm, ich lasse ihn einfach stehen, scheiß drauf. Muss ich sie halt aufsammeln. Ich laufe jetzt nicht wieder ganz an die Ecke. Müssen halt ewig viel Trash noch nachholen, ne? Fuck, Tentakel, shit. Ich hätte meinen Umhang eigentlich ready. Ja gut, hab mal einfach hier das eine Viech liegen lassen. Aber die tank ich jetzt einfach mit. Okay, da sollten wir jetzt nochmal rausgehen. Einfach den Boss killen. Also wenn kein Boss-Buff ist, ist das halt Freeload hier. Bin hier am Überlegen, wir brauchen halt nur was. Die müssen wir halt machen, Scheiß. Also, wir müssen jetzt halt ein paar Mobs machen, das ist das Problem. Ich hätte am Anfang nicht auslassen sollen. Das war jetzt tatsächlich der Fehler, weil jetzt müssen wir die ganzen Ätzen-Mobs hier machen. Bin am Überlegen, was am Ende jetzt noch so kommt, ob die besser sind, aber da hast du die ganzen Würmer, die sind eigentlich ätzend. Gibt's eigentlich irgendeine Gruppe? Na gut. Ich hab halt blöderweise wenig bis keinen Überblick, wie viel ich jetzt Prozent, aber wir haben erst 60%, ne? Also ich würde sagen, ich benutze den hier nicht, um zu skippen, tatsächlich. Also ich töte den einfach hier. Also es bringt halt eh nichts zu skippen. Weil wir viel zu wenig Trash haben. Ja, man hätte am Anfang einfach ein, zwei Gruppen machen müssen. Und dann hätte man jetzt hier ausskippen können, ne? Aber so, bringt es halt leider nichts. Und vor allem diese einzelnen Würmer, die dauern im Verhältnis viel länger als so Gruppen. Die wollten jetzt direkt zum Boss, wahrscheinlich wegen HT, aber die Mobs müssen wir eben machen. Fuck, jetzt habe ich den Chat aufgemacht. Hinten hast du in der Ecke immer einen Mob, der da rumlauert. Fuck, das war jetzt der schlechteste Pull meines Lebens. Ah, das tut gerade richtig weh, ne? Der Pull tut gerade richtig weh. Das habe ich richtig hart verkackt jetzt gerade. Aber das wäre, ja. Das Totem.
Ja, das hilft alles nichts. Wir brauchen halt die Prozente. Der eine meint, wir müssen instant zum Boss gehen, aber es ist halt Latte. Wir müssen halt die Prozente machen, weil am Ende dauert es halt viel länger. Das war jetzt echt, das war jetzt richtiger Fail. So, da hast du sie. Ich dachte mir, der Wurm ist halt schon weit genug entfernt, ne? Oder die Patte vom Wurm, und das war jetzt richtig bitter. Okay, jetzt können wir ihn machen hier. Wir können am Ende halt nochmal mit dem Portal durchskippen. Wir haben zwei komplette Portale. Du musst die halt machen, blöderweise. Müssen wir mal kurz warten. Nicht wieder rankommen. Okay, also wenn es jetzt addet, dann weiß ich auch nicht. Das Problem ist, du willst halt diese Mobs nicht an dem Wurm dran haben, ne? Und dann kannst du halt aus dem Scheiß nicht weglaufen. Wenn der halt sein Dings aufstellt, ne? Sein Totem und das reiner Aid, dann ist halt einfach vorbei. Dann ist einfach gerippt. Einfach gerippt ist dann das hier. Naja, wenn das durchkommt und das kam halt eben durch, ich habe den Wurm gekickt und konnte das Ding nicht kicken. Aber der Vibe, der ging jetzt halt voll auf meine Kappe, ne, weil ich den da. Na, also man hätte ihn schon abwenden können, wenn man den Totem gekickt hätte, aber ich hätte halt gar nicht erst den Shit pullen sollen. War halt richtig bitter. Richtig, richtig bitter. Okay, da müssen wir weg. Leute, lauft da jetzt bloß weg, ne? Wenn das jetzt gleich reinschallert, dann schallert's richtig. Weil diese Totems, ne? Habt ihr ja eben gesehen, wir sind vorhin in einem stehen geblieben, waren sofort alle tot. Da ist so schnell vorbei. Da ist richtig schnell vorbei. Wir haben halt jetzt erst 75%, ne? Also, da seht ihr mal. Na fuck, das hat nicht alle erwischt, okay. Schau ich, dass ich da möglichst viele erwisch. Ich bleib extra da stehen, lass mich auch von der Polle. Okay, alle bis auf einen. Jetzt nehme ich den einen kurz mit. Und versuche dann hier Diener wegzuschallern. Hütet euch. Da kann ich auch da weggehen. Hey. Hütet euch. Was? Den Heiler hat das zerrippt? Alter, ich habe alle Dinger gesorgt. What the fuck? Wie hat das den Heiler zerrippt? Habt ihr das gesehen? Der Heiler ist einfach. Ich weiß gar nicht, wie der so verplatzt ist. So, da hinten kann ich noch was wegmachen. Aber den Boss langsam mal hier. Hütet euch. Ja, der Heiler sammelt halt auch die ganze Zeit Orbs ein, ne? Sollte halt vielleicht auch nicht unbedingt machen. Das kannst du, lässt du besser im Tank.
Man ist jetzt hier ganz gechillt. Wir haben 76%. Müssen halt echt einiges jetzt killen hier noch. Ja, ich würde die da, die große Gruppe da auch noch machen. Hätte jetzt fast den einen Dicken da hinten gepult, aber da ist auch noch ein Wurm, ne? Naja, die bringen zumindest hier alle noch ein bisschen Prozente. Na gut, wir können die Spinne gleich usen, um rüberzukommen. Ich würde den einen da gern auch noch rauspullen, aber wenn es halt blöd läuft, dann hast du da noch einen Wurm dabei, ne? Müssen wir mal gucken, dass wir da jetzt nichts. Ach komm, jetzt hast du dich nicht ernsthaft davon wegprügeln lassen, Bro. Ja, Chapter O. Du bist am rumflamen die ganze Zeit. Dann aber hier vom einfachen AE sich wegprügeln lassen. Ich könnte ihn jetzt Battle Redzen, aber. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall bei 90. Danach müsste es passen. Dann nehmen wir die Spinne rüber und mit dem anderen Ding auf die andere Seite. Ich glaube, 2 oder 3% bringt es. Ich denke mal, das müsste fast passen. 9 Minuten haben wir noch. 93. Die geben dir halt auch den Debuff, ne? Also da musst du ein bisschen aufpassen, tatsächlich. Den musst du vor allem immer interrupten, sonst kommt er nicht mit. Ganz in die Ecke würde ich jetzt tatsächlich noch gar nicht reingehen, weil wenn er jetzt da gleich seinen Scheiß macht, dann wird's übel, wenn er jetzt gleich seinen Kreis hier hinlegt. Mal schauen, dass wir ihn schnell töten. Okay, 94. Naja, gut, wir müssen den hier machen, das hilft alles nichts. Naja, das ist natürlich jetzt Worst Case. Back, weggeführt. Ich hasse es. Haben wir jetzt den nächsten? Haben wir nicht getriggert. Hütet euch. Back, da ist ein Totem. Hütet euch. Alter, der DH, ne? Ja, ist echt der Movement-König. Der Typ haut einfach nur nach vorne, schallert da seinen scheiß Hit raus.
Das ist halt der Dude, der jedes Mal am Motzen ist. Die hätten wir halt jetzt nicht gebraucht. Hätte ich lieber die 1 wohl nicht geedit. CD schreibt er. Na gut. Das sind die, die hier Dings raus. Oh fuck, das sind die ganzen. Alter, lauf doch nicht in meinem Dingsweg. Das ist immer so unnötig bei so RE-Sachen. Musst du halt einfach ein bisschen auseinander dich stellen. 6 Minuten haben wir noch. Ja, die beiden müssen wir machen. Das war halt jetzt dumm. Ich hätte die hinteren nicht mehr pullen sollen. Wir haben jetzt am Ende doch noch relativ viel Prozent gemacht. Aber die beiden musst du ja machen, ne? Also da kommst du sonst nicht runter. Da waren jetzt ein paar Fehlentscheidungen in der Instanz dabei, ich sag's euch. Da waren ein paar Fehlentscheidungen dabei. Bitte, DH, mach jetzt keinen Scheiß. Na, eigentlich müssten 4 Minuten haben wir dann wahrscheinlich noch, müssten eigentlich für den Endboss reichen. Jetzt ziehe ich hier keine Inker mehr bei dem. Weil ich mir denke, Alter, du, Bro, was ist denn mit deinem Movement? Jetzt schreibt er wieder, oh, der ist vorher die ganze Zeit übelst am Aufschwätzen. Solche Leute hasse ich ja schon immer. Die, ne, reinquatschen wie nochmal was, ob sie die Größten der Größten sind. Das kann man ja von mir aus machen. Aber dann kann man sich halt nicht erlauben, dass man bei jeder von, oder fast bei jeder von diesen Movement-Gruppen, dass man weggescheppert wird. Der andere Melee schafft's auch und ich schaff's als Tank auch. Und er hat jetzt nicht mal krass Damage gefahren, dass man sagt. Ich hätte den schreiben sollen, dass der auf mir stacken sollen, hä? Fällt mir gerade auf. Ja, jetzt brefft er halt rein. Ich hasse euch. No-Brainer-Tactics. Du musst am besten dich halt auf eine Seite mit allen stellen. Dann hast du halt den Vorteil, dass er halt auch dahin brefft im Normalfall. So, und jetzt kannst du halt einfach auf die andere Seite rüberlaufen. Easy going. Und die dann halt im Kreis weiterziehen. Machen sie halt jetzt leider nicht ganz so. Ja, jetzt blufft er halt da hinten rein. Ach, ich hasse es, weil jetzt wollen wir uns selber ein. Das ist halt das Problem, seht ihr das? Genau so willst du es halt eigentlich nicht spielen. Jetzt hast du halt über. Ja, jetzt blufft er halt genau in den Raum rein. Jetzt haben wir uns komplett, erfolgreich komplett eingewoidet. Aber, auf Non-Tyrannic ist der, hat der relativ wenig Life und jetzt haben wir es halt richtig geschafft. Da würde ich jetzt rausgehen. Jetzt haben wir es halt richtig geschafft, uns einzuvoiden. Ah, und der erste ist schon wieder down. Alter, ich bin jetzt halt hier gefangen, wie nochmal was. Brefft er jetzt dahinter, oder? Alter, ich hasse euch sowas von. Ich habe halt noch einen Retz theoretisch, aber ich kann den gerade nicht usen, weil ich ein bisschen im Trouble bin und der brefft jetzt halt da hinten rein. Er brefft halt jetzt immer in unsere Brick-Richtung, weil die da halt alle stehen, ne? Ah, ich kann ihn jetzt nicht retzen. Keine Ahnung. Holy moly, aber es ist in time. Easy. Easy peasy.
Ja, mir geht's halt bloß darum, die ganzen Keys in-time zu machen. Ich habe zwischendrin den einen Pull habe ich auch verkackt, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Einer hat das gute Dings-Trinket gekriegt, ne? Das Halt-Trinket, was Gerka auch in meiner Arena anzieht. Ah, okay, er braucht's. Ja, gut, okay. Hat mich gefreut, dass er dabei war bei dem mehr oder minder guten Run. In Time haben wir es ja gekriegt. Das war jetzt der fünfte. Ah, ist relativ einfach mittlerweile, die In-Time-Keys auch hier mit so Random-Truppen. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Euer Tila, ciao.